Ich werde heute das Evangelium lesen. Es steht im Johannesevangelium, das zweite Kapitel, Vers 1 bis 11, Jesus auf der Hochzeit in Kana. 2 Tage später wurde in dem Dorf in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: "Es ist kein Wein mehr da." Doch Jesus antwortete ihr: "Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen." Da sagte seine Mutter zu den Dienern: "Was immer er euch befiehlt, das tut." Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangt. Jede von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf: "Füllt diese Krüge mit Wasser." Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an: "Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon." Die Diener befolgten seine Anweisung. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er dem Bräutigam zu und hielt ihn vor: "Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an, und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten." So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten ihm.